zurück zum neuen Part von Mass Effect 1. Ist wieder ein bisschen länger her, als ich das Spiel gespielt habe. Ich werde eine 30-minütige Aufnahme machen. Wir sind bei der letzten Folge bei der Citadel angekommen, haben viel gequatscht. Das zeichnet sich ja Mass Effect zum Teil auch aus, dass man viel redet, aber auch die coole Action hier. Weil, ja. Gut, wir sollen... Tagebuch. Aufträge. Ja, jetzt soll Sachen. Er hat die Schuld. Oh. Ich bin Ihre Führerin. Da reden wir mit dir. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Citadel-Raumstation. Was bedeutet das? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Citadel-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Okay, danke, aber fürs Essen brauche ich noch keine Hilfe. Ich verzichte. Es tut mir leid, wenn Sie meine Serviceleistung nicht als zufriedenstellend empfunden haben. Bitte reichen Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Citadel Tourismus- und Besucherabteilung ein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nein, ich brauche mir jetzt doch keine Hilfe. Ich kenne mich ja aus, weil ich schon das Spiel 100 Mal gespielt habe. Gehe ich zuerst zum Konsorten, oder? Hier gibt es solche Taxis, da kann man hier in der Station herumreißen. Sieht schon geil aus, das Präsidium. In Mass Effect 2, beziehungsweise eher in 3, ist es ein bisschen viel imposanter gestaltet. Werdet ihr aber noch sehen. Ich gehe mir erst zur Konsorte mal Hallo sagen. Bevor ich zum unseren lieben Freundchen und Freunden... Das ist ja gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das wissen? Die Keeper geben ja nie Erklärungen ab. Und trotzdem lässt man sie machen, was sie für richtig halten. Wir haben ja keine Wahl. Wenn man versucht, sie aufzuhalten, schalten sie einfach ab und werden durch einen anderen ersetzt. Eigentlich seltsam, dass wir so wenig von ihnen wissen. Und es ist frustrierend. Ja. Das sind die Keeper. Man soll die eigentlich nicht stören, weil die sind für die Citadel da. Oh, hallo. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Nein. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Okay, eine persönliche Frage. Was tun Sie hier, Elina? Ich bin eine der Akolytinnen der Konsortin. Nicht alle, die hierher kommen, haben die Gelegenheit, die Konsortin zu sehen. Ich kümmere mich dann um sie. Es ist unsere Arbeit, diese Menschen trotzdem glücklich zu machen. Speziell Menschen, oder? Wie genau kümmern Sie sich um sie? Jede Akolytin hat individuelle Fähigkeiten. Einige bieten tröstlichen Gesang, andere pflegen Konversation. Wir versuchen immer, die richtige Akolytin für die Bedürfnisse unserer Klienten zu finden. Ich bin auf Berührungen spezialisiert. Mit meinen Fingerspitzen kann ich jeden verspannten Punkt ihres Körpers finden und lockern. Jeden Muskel? Ich würde ihre Dienste gerne in Anspruch nehmen. Exzellent. Ich werde sie auf unsere Klientenliste schreiben. Wir werden in 3 oder 4 Monaten Zeit für sie haben. Was? Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Kannst du noch was zur Konsortin sagen? Was ist eine Konsortin? Welche Dienste bietet sie an? Das ist nicht einfach zu erklären. Sie bietet vielen Leuten Dienste an. Individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Einige suchen Rat, andere Unterhaltung. Und andere wiederum reine Entspannung. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen, bis sie es von ihr erhalten haben. Okay. Das klingt, als wäre sie eine Art Orakel. Nein, das trifft nicht auf sie zu. Sie ist bloß eine Frau. Eine Frau mit sehr viel Mitgefühl und einem freigebigen Geist.
Machen Sie doch einen Termin und finden Sie es selbst heraus. Sekunde. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, musste gehen. Mir ist gerade so ein Widerspruch, glaube ich, aufgefallen beim Mass Effect. Sie sagte gerade, sie ist eine Frau, also die Konsortin ist eine Asari. Also, soweit ich es immer mehrmals gehört habe, in anderen Mass Effect-Teilen, meinen die Asari, sie haben gar kein Geschlecht. Für sie geht es männlich und weiblich in dem Sinne gar nicht. Sie sind, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit M geschlechtlich, irgendwas. Vielleicht lese ich das nochmal im Kodex nochmal nach, aber egal. Okay, dann wiedersehen. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Melina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Okay, danke. Wo finde ich sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Die Konsortin erwartet Sie. So. Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Ja gut. Eine Stunde hier ist besser als ein Jahr Urlaub. Das ist echt eine beträchtliche Leistung für einen Servicebereich. Dafür zu sorgen, dass die Kunden, wenn die hier ankommt, eine Stunde mehr bringt als ein ganzes Jahr Urlaub. Ich wünschte, ich könnte mir leisten, öfter hierher zu kommen. Ich will die Kosten gar nicht wissen. Keine Fragen bitte. Ich versuche mich zu entspannen. Ja, okay, dann viel Spaß. Hi. Das ist mein erstes Mal. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Ich würde am liebsten den ganzen Tag hier bleiben. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn sie alle könnten, wenn sie die ganze Zeit hier bleiben. Was für ein herrlicher Ort. Ja. So entspannt war ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr. Okay. Okay, Wohllos haben, denke ich mal, viel zu tun, also. Deswegen. Das ist mein erstes Mal. Naja. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Mir auch. Ashley, hast du was dazu zu sagen? Dieser Ort ist ein wenig zu perfekt. Als ob sie was verbergen. Jeder hat mal was zu verbergen. Oh, hi. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Die Konsortin ist eine wundervolle Person. Sie verfügt über außergewöhnliche Talente. Ja. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. So, mal gucken wir mal. Ganz nett haben sie es hier. Ich will nicht wissen, dass das, keine Ahnung, was das ist. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat, anderen Trost. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Okay, dafür brauche ich mir Infos. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Okay, ich brauche mehr Infos. Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Okay. Was genau soll ich Ihnen denn sagen? Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Okay. Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Ich weiß nicht, ob man diesen Beruf auswählen kann. Oder wenn man in diesen Fähigkeiten geboren wird. Mit Nasari.
Aber naja. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Das ist verständlich. Viele unserer Klienten wissen nicht, was sie beim ersten Mal erwartet. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich habe nur Gutes über die Konsortin gehört. Aber... Das Unbekannte zwingt uns, den gewohnten Weg zu verlassen. Und dann fühlen wir uns verwundbar. So ist es. Genau das habe ich eben auch gedacht. Gut, dann können wir ja anfangen. Interessant hier, die Gespräche. Okay, bevor ich zum Rat gehe, will ich noch ein paar Nebenaufträge erledigen. Ich gehe ein bisschen in die Gegend rum, spazieren. Und eine schöne Statue. Noch ein Keeper. Das hier ist eine Krogana-Statue. Na dann, hast du was zu sagen? Wenn man eine kroganische Statue erschafft, kann man sie auch groß machen, oder? Das ist groß, das stimme ich dir zu. Schwer zu glauben, dass die Kroganer einst als Retter der Galaxis angesehen wurden. Ja, das ist auch eine lange Geschichte für sich. Das ist auch das tolle Mass-Effekt. Es hat auch so vollkommen schon eine lange große Geschichte, was so viel Potenzial für mehrere Geschichten bieten würde. Ich kann die Aliens nicht von den Tieren unterscheiden. Ach, Ashley. Es ist sehr friedlich hier. Jo. Hallo. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 3. Hier im Finanzdistrikt gibt es verschiedenste Geschäfte und Dienstleister für exklusive Kundschaft. Diese Statue vor Ihnen ist den kroganischen Soldaten gewidmet, die den Zitadellsektor während der Rachni-Kriege mit ihrem Leben verteidigt haben. Nach den kroganischen Rebellionen beantragten zahlreiche Botschaften die Entfernung der Statuen. Aber diese Anträge wurden allesamt vom Rat abgelehnt. Ja, eben halt viel Geschichte. Erzählen Sie mir mehr über die kroganischen Rebellionen. Aus Anerkennung um ihre Verdienste in den Rachni-Kriegen wurden den Kroganern vom Rat einige neue Kolonien übergeben. Im Laufe der folgenden 400 Jahre expandierte das Volk der Kroganer. Dank ihrer extrem hohen Geburtsrate nahm ihre Bevölkerung außerordentlich stark zu. Aufgrund dieser kritischen Überbevölkerung begannen die Kroganer mit der feindlichen Kolonialisierung von benachbarten Welten der Ratsvölker. Das war der Anfang der kroganischen Rebellionen. Es dauerte ein ganzes Jahrhundert, bis der Rat und seine Mitglieder die Kroganer wieder unter Kontrolle bringen konnten. Erst durch das Eingreifen des neu entdeckten Turianischen Reiches konnte der Sieg gesichert werden. Naja, das ist so jetzt auch nicht so ganz richtig, wie soll ich sagen, ohne zu spoilern, letzten Endes wachen die Sarianer dafür verantwortlich, dass sie gewonnen haben. Als die Turianer dazugekommen sind, kann es sein, dass sie die Kroganer in Schach gehalten haben, aber die Sarianer haben es eben am Ende, ja, mit ihrer Technologie dafür gesorgt, dass die Rebellion zu Ende ging. Aber ich will das jetzt nicht wirklich großartig spoilern. Mit dazu wird ihr den Mass Effect 2 oder auch in diesem Teil noch wissen, aber hauptsächlich Mass Effect 2 und 3. Erst mussten die Kroganer die Rachni aufhalten. Dann mussten die Turianer die Kroganer aufhalten. Und wer wird jetzt die Turianer aufhalten? Tut mir sehr leid. Diese Frage überfordert meine Programmparameter. Das turianische Volk ist Mitglied des Zitadellrats. Sie stellen keine Bedrohung für den galaktischen Frieden dar. Also von den gesamten Ratsmitgliedern sind sie aber die stärksten vom Militärischen aus betrachtet. Wenn sie jemals gegen den Rat wenden würden, dann ist er zappenduster mit der Kiste. Aber es gibt ja noch mehrere unterschiedliche Parteien, die ja nicht zum Zitadellrat gehören, die meiner Meinung nach sogar stärker sind als die Turianer, aber dazu später mehr. Was kannst du über die Statue sagen? Warum war es dem Rat so wichtig, die Statue zu erhalten? Die Kroganer haben entscheidend dazu beigetragen, die Galaxie vor den Rachni zu verteidigen. Der Rat ist der Meinung, dass diese geschichtliche Tatsache nicht vergessen werden darf. Zudem hatte der Rat gehofft, dass durch den Erhalt der Statue die diplomatischen Beziehungen zu den Kroganern verbessert würden und die Rebellion friedlich beigelegt werden könnte. Leider waren die Kroganer zu keinen Verhandlungen bereit. Erst nach der Vernichtung ihrer Heimatwelten und großer Teile der Bevölkerung durch die Turianer gaben sie auf. Selbstschuld will ich jetzt nicht sagen. Normalerweise ist rechts hoch und runter eigentlich böse und gut. Hier sind eher Zwischenfragen bzw. Aussagen, deswegen nicht die mal. Dann haben sie wohl bekommen, wonach sie gefragt haben.
Tut mir leid. Für eine solche Beurteilung ist meine Programmierung nicht ausgelegt. Was kannst du mir die Rachni-Kriege sagen? Was waren die Rachni-Kriege? Vor circa 2200 Jahren wollten Weltraumfahrer den Zitadellsektor erweitern und öffneten die Massenportale zum Sternensystem der Rachni. Die Rachni waren ein hochintelligentes und aggressives Insektoidenvolk. Sie begannen einen Krieg zur Eroberung der gesamten Galaxie, der fast 300 Jahre dauerte. Oh Gott. Mit dem Eingreifen der Kroganer wendete sich das Kriegsglück zugunsten der Zitadellvölker. Die Krog-